Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe am Krombacher Kicker. Heute mit einem Spieler, der besondere Sympathiepunkte bei unseren Fans genießt. Mit einem Spieler, der eine unfassbare Verletzungsmisere hinter sich hat. Und mit einem Spieler, der aus Gießen, aus Mittelhessen kommt und schon immer quasi für Eintracht Frankfurt gespielt hat. Nämlich bereits seit der F-Jugend. Heute am Krombacher Kicker mit Sonny Kittel. Gerade noch auf dem Trainingsplatz, jetzt hier bei uns am Krombacher Kicker. Sonny, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, noch in Trainingsklamotten, noch voll im Modus. Wie läuft's bei dir im Tischkicker? Kannst du's? Wir fangen auch gleich an. Das werden wir jetzt sehen. Werden wir sehen, ja. Hast du schon, spielst du oft? Nee, gar nicht. Gar nicht? Ja, ja. Das sieht man schon, das habert schon gerade ein bisschen. Ja, schön auf deine Seite. Ja, ja, klar, natürlich. Ich weiß, mit allen Tricks im Abschießkampf. Oh. Lukas Radetzky hat zuletzt hier verloren übrigens. Gegen mich, das ist auch, eine Kunst. Ja, ja, schön pressen. Ich glaube, PlayStation ist mehr dein Ding, oder? Dann. Auf jeden Fall. Oh. Ja, das sieht aber gar nicht so schlecht aus. Ja! Sonny Kittel führt 1:0. Das ist auch dann die Zeit für die erste Frage. Christian Scheider fragt, was hat sich eigentlich unter dem neuen Trainer geändert? Ich denke, man sieht es auch auf dem Platz. Wir stehen viel kompakter. Wir verteidigen besser. Der Trainer hat uns eine gewisse Grundordnung wieder eingeimpft und eine Disziplin, die sehr wichtig ist für ihn. Ja, ich bin gut. Und, ja, ich denke, das sieht man halt auf dem Platz. Sieht man auf dem Platz auf jeden Fall. Martin Hofmann fragt, auch das ist eine Frage, was man auf dem Platz sieht. Auf welcher Position spielst du am liebsten? Ja, in der offensiven Dreierreihe oder auch als... Das ist eine Frage. ja, in der offensiven Dreierreihe, offensiven Mittelfeld. Am liebsten auf der 10. Okay. Oder halt links oder rechts. Also eigentlich überall. Ja, in der Zentralen oder links außen fühle ich mich dann am Wie war das in der Jugend für dich eigentlich? Unter Alex Schur, als du B-Jugendmeister geworden bist, deutscher Meister, wo hast du da gespielt? Ja, eher auf links außen. Okay. Oder halt auch auf der 10. Aber vermehrt auf links außen. Körper darfst du auch bewegen, ne? Weißt du? 5:1 steht, Sonny. Klatsch, klatsch. Ja. Ich kann das gar nicht. Du kannst vielleicht mal auf der PlayStation probieren. Okay. Da hast du, glaube ich, keine Chance. Das glaube ich auch, ja. Okay, das haben wir, Positionen haben wir auch geklärt. Ich glaube, ich muss mal eine Frage so ein bisschen zum Runterkommen stellen. Ja. 6:1 für mich. Ja, kleine Halbzeitpause, da gibt es die nächste Frage. Der Matthias W., der fragt, was hat denn eigentlich die 28 für eine Bedeutung? Ja, ganz am Anfang ist es für einen jungen Spieler nicht so. Jeder Schuss drin. Ja, ja, gut. Für einen jungen Spieler nicht so leicht, direkt eine kleinere Bitte. Zeit zu nehmen. Also von dem fand ich die 28 eigentlich ganz cool und mein großes Vorbild damals war auch Cristiano Ronaldo. Und der hatte bei seinem ersten Verein ganz knappes Ding. Der hatte bei seinem ersten Profiverein auch die 28, von dem bin ich da auf die 28 gekommen. Okay, und was wäre es heute? Hast du noch so Vorbilder oder gibt es das jetzt nicht mehr? Oder? Ich schaue mich schon von vielen Spielern was ab. Ob es jetzt in der Bundesliga Frank Ribéry ist oder letztes Jahr in der Bundesliga Kevin De Bruyne. Verfolge ich weiterhin. Auch jetzt in England. Ah, Sonny ist back. Man schaut sich schon von vielen Spielern was ab. Und ich gerade auch von speziell jetzt. Von den beiden genannten. Und, ich denke, da kann man immer wieder was dazulernen. Hast du international auch irgendwie einen Lieblingsclub oder so? Ja, man hat Barca, schon so ein paar. Barca oder Real? Das ist in Spanien so deins? Dann würde ich. Mir gefällt da die Spielweise von Barca eher. Ja, Barca, obwohl da bei Real Ronaldo spielt. Ja. Okay, die nächste Fanfrage ist von Florian Günther und der fragt, ich finde ganz spannend, wie das Gefühl ist, wenn man weiß, man war schon oftmals verletzt, aber man kann immer wieder zurückkommen. Natürlich ist das anfangs, wenn du die Diagnose bekommst, sehr schwierig. Aber ja, ich habe es jetzt schon mehrmals
hinbekommen, wieder zurückzukommen. Und von dem her ja, ist das Gefühl natürlich sehr schön, wenn man dann auch wieder auflaufen darf im Stadion vor den Fans. Ja. Vor der Kulisse ist natürlich was ganz Besonderes und darauf arbeitest du halt in der ganzen Reha hin. Also wenn du es dann schaffst oder auch während der Reha, ist eigentlich keine schöne Zeit, aber du freust dich halt auf den Moment, der auf jeden Fall kommen wird. Omnit Friedrich fragt, ob beziehungsweise wie die Eintracht-Fans sieht. Er schreibt auch, dass es eine ganz besondere Fankultur ist. Wie siehst du das? Da gibt es nicht viel zu sagen. Einfach nur Weltklasse. Ich war jetzt schon in ein paar Stadien und habe ein paar Atmosphären und Kulissen miterleben dürfen. Ja, der Torwart, den darfst du auch nutzen. Ja, ne? der steht falsch. ist einmalig hier in Frankfurt. Und von dem her, ja, geil. Geil, auf jeden Fall. Benedikt Hofmann, der stellt die abschließende Frage hier heute beim Krombacher Tischkicker-Talk. Und zwar geht es um deine Schuhe. Du hast ja einen Nike-Vertrag, du bist ein Nike-Spieler. Aber er meint, alle Spieler würden ständig auf der Nase liegen. Woran liegt das? Liegt das an den Schuhen? Kann ja wohl nicht sein. Ich denke, die anderen Spieler spielen jetzt nicht mit anderen Marken. Und vielleicht gibt es da zwei, drei andere Marken. Aber ich weiß auch nicht wirklich, woran es liegt. Wir haben eigentlich ganz gute Nocken- oder Stollenschuhe und vielleicht liegt es halt auch am Platz. Wie ist es bei dir eigentlich, wenn du die Schuhe aussuchst? An was denkst du wert? An was ich zuerst denke? Oder was dir wichtig ist bei der Schuhauswahl? Ja, dass ich halt nicht rutsche. Dass du nicht rutschst, okay. Ist ja klar. Deswegen schaut man halt... Das ist der Sieg, tut mir leid, Sonny. Bitte. Aber ich bin im Aufwind. Ich habe jetzt Lukas Radetzky geschlagen, ist dich, davor Alex Schur. Okay. Ich habe am Anfang gegen Heribert Bruchhagen verloren, das muss ich dazu sagen. Das war unser erster Talk. Die Erfahrung einfach. Beim nächsten Jahr, wenn wir das nochmal machen, dann. Okay. Vielleicht mal in der Playstation. Ja, okay, können wir gerne machen, da ziehe ich definitiv den Kürzeren. Das glaube ich auch. Kurz noch zur Schuhfrage, damit wir die abgeschlossen haben. Also Rutschfestigkeit ist wichtig, Standfestigkeit. Und darauf legst du am meisten Wert, oder? Auf jeden Fall. Ja, dann wollen wir hoffen, dass wir dich nächstes Jahr wieder hier sehen am Kicker, beziehungsweise bei der Eintracht. Denn du bist, das wissen vielleicht noch nicht alle, aber schon seit der F-Jugend bei Eintracht Frankfurt. Ja. Das als Gießener Junge, das ist auch was Besonderes und deswegen haben wir dich immer ganz besonders gern hier. Ja, war ein schöner Talk, ich habe gewonnen, das ist das Wichtigste. Darauf Prost.